In diesem Video das SmartArt Organigramm. Das Organigramm ist eine besondere SmartArt und funktioniert ein bisschen anders als die meisten anderen SmartArts. Ich befinde mich in der Datei organigramm.pptx und ich habe hier geöffnet einen Slide mit einem Organigramm, das die Positionen in meiner Firma anzeigt. Ich habe hier den CEO Barbara Meyer, ich habe einen Sekretär oder Verwaltungsassistent Roberto Capitani und dann habe ich noch weitere Funktionen weiter unten. Jetzt kommt da eine neue Funktion hinzu und zwar ist das der Customer Service mit Michael Bär besetzt. Was ich also mache ist, ich wähle diesen Text an und konvertiere ihn in ein SmartArt. Ich klicke auf weitere SmartArt-Grafiken, wähle die Kategorie Hierarchie aus und wähle dann die gewünschte SmartArt-Grafik aus. Ich klicke auf OK und Sie sehen, das hat mir mein SmartArt eingefügt. Das ist auch fast schon so, wie ich möchte. Allerdings ist Verwaltungsassistent Roberto Capitani nicht hier unter Barbara Meyer und egal wie Sie das höher stufen und nach oben und nach unten stufen und tiefer stufen, Sie werden es nie hinkriegen, dass der da als Sekretär links angezeigt wird. Was Sie machen müssen ist Barbara Meyer auswählen. Sie können das entweder hier in der SmartArt oder hier in der Dialogbox und dann im Register Entwurf ganz links oben klicken Sie auf das Pfeilchen bei Form hinzufügen und wählen dann Assistent hinzufügen aus. Das ist die einzige Möglichkeit, wie Sie das Feld hier einfügen können. Dann können Sie hier Verwaltungsassistent Roberto Capitani ausschneiden und ganz einfach hier wieder einfügen und so können Sie in einem Organigramm einen Assistenten einfügen.